immer brav und ehrlich. Also Walter Frey kam mit 12 oder 13 in unserer Klasse strafversetzt. Was mir immer präsent ist, ist, dass der Walter mit seinen hellroten Haaren, seinen Sommersprossen und seinen weißen, langen Wimpern sich wie fremd gefühlt hat. Der Walter war in der Fatty George Crew der Jüngste, der Auffälligste und sicherlich retrospektiv gesehen auch der Begabteste. Es war für mich einer der schönsten und interessantesten Schocks, die ich erlebt habe. Das heißt, er packt eine Gitarre aus und spielt mir irrsinnig schöne Sachen vor. Weil ich habe ihn nur gekannt aus irrsinnig guten Sängern. Und Walter hat das erste Mal kennengelernt in der Grafischen, wo ich damals in die Schule gegangen bin. Da hat es natürlich eine Band gegeben, Jesus HC. Schon registriert, dass der eine sehr feinsinnige und interessanten Zugang hat zur Musik. Aber zeitlebens hat ja nicht kennengelernt. Summertime, der Leben ist easy.